Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Haul von mir. Das meiste ist tatsächlich Kerzen wieder, also Kerzenkram nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen was anderes, das zeige ich euch am Schluss. Okay, machen wir das so. Ich beginne erstmal mit ein paar Sachen, die ich mir bei, wie hieß das nochmal, mein Raumduft, ne? Ja, genau, mein Raumduft ausgesucht habe, weil ich habe, wartet mal, ich muss mal ein bisschen besser so. Naja, ich habe halt, ist gar nicht lange her, bei der Linka halt ein Video gesehen, da hat sie halt über diese Sachets und so, hat sie halt Werbung von meinraumduft.de, hat sie halt Werbung gemacht und da gab es einen Rabattcode von, ich glaube 15%. Und dann habe ich das direkt natürlich genutzt, weil ich wollte diese Teile hier für mein Auto nutzen, um wie so eine Art Autoduft dort zu haben. Und da habe ich mir ein paar Sachets geholt und eine Greenleaf-Kerze. Beginne ich auch am besten erstmal damit, weil die habe ich halt auch immer bei dem Grantelbart, genau, beim Hannes gesehen, dass er die immer so toll findet. Das ist die Kashmir Kiss. Und nach seiner Duftbeschreibung habe ich gedacht, so, boah, die ist es bestimmt. Ich habe gedacht, die wäre so ein bisschen wie Cozy Kashmir. Aber sie ist viel blumiger, viel seifiger. Also ist ein ganz toller Duft, aber ich hätte mir ihn anders vorgestellt. Ja, aber gar nicht verkehrt. Und was ich gut finde, die haben hin unten dieses, ja, ich sag jetzt mal, wo der Docht dran befestigt ist, geht über das ganze Teil, sodass es wirklich richtig schön heiß wird. Finde ich gut. Also die Votivkerzen kosten, glaube ich, 2,95. Relativ teuer. Ich glaube, bei Yankee Candle kosten die, glaube ich, 2,60 oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Dann habe ich mir zwei von diesen kleinen hier genommen. Das sind so Sachets, die könnt ihr halt im Kleiderschrank legen, in den Schubladen, auf dem Klo hängen oder sonst wo. Ich habe sie mir einfach ins Auto gestellt, aber ein großes zeige ich euch gleich, also ein mittleres. Und jedes Mal, wenn dann, also die sollen wohl, ich glaube, 2 bis 3 Monate duften. Und wenn das aber für euch irgendwann aufhört zu duften, dann schüttelt ihr einfach, weil das ist ein Gemenge von, was ist das? Schlamm, hier, Dreck, Heilerde, glaube ich, ist da drin. Also irgend so ein Erdzeug, aber was biologisch quasi ist, mit diesem Duft drin. Und wenn man das dann schüttelt, dann entfacht man halt nochmal die Duftintensivität und das ist okay. Und ich habe halt im Auto Kashmir Kiss. Kashmir Kiss habe ich jetzt gerade im Auto. Ist ein wunderschöner Duft, echt. Und ich kann es ja nicht lassen, immer zwischendurch mal zu schütteln. Also bei mir wird es mit Sicherheit keine 3 Monate halten. Die kleinen kosten, glaube ich, 4 Euro. Ich glaube, die kosten 3,95 und die hier, glaube ich, 2,85 Euro oder sowas. Ja, auf jeden Fall habe ich mir von Kashmir Kiss, habe ich mir, genau, insgesamt 3 Stück geholt, weil, wie gesagt, Hannes halt so begeistert davon war und auch die liebe Dalinka, also Katharina. Und ist ein schöner Duft, definitiv. Also wird dann auf jeden Fall immer mein Auto beduften. Dann, wie gesagt, von den kleinen habe ich mir einmal Classic Kleinen geholt. Und hier durch die, also durch die Verpackungen riecht man was, weil ich will die natürlich nicht aufmachen. Wäre ja voll der Verschwendung jetzt, ne? Aber ja, ist auf jeden Fall, ich denke, es ist so ein Wäscheduft einfach, ne? Und dann habe ich hier noch Meadow Breeze. Ups, mein Lippenstift. Ja, hier riechen die irgendwie alle gleich durch, ne? Aber ich bin da wirklich sehr neugierig. Dann habe ich mir noch zweimal Silver Spruce für Weihnachten mitgenommen. Ja, und hier riecht man auf jeden Fall das Ätherische raus. Da bin ich sehr neugierig auch drauf. Dann Amber Worms. Und das, da riecht man auch schon. Das hat so ein bisschen was Patchouli-mäßiges, denke ich. Aber nicht ganz so schwer und hart wie Patchouli. Dann Heaven. Das ist alles Greenleaf, sehe ich gerade, ja. Gibt die nämlich, glaube ich, noch von einer anderen Firma dort. Ja, und hier rieche ich gerade nichts, aber die Duftbeschreibungen kann man sich im Internet anschauen und die fand ich auch wirklich sehr gut. Und Currant Rose, auch auf Geheiß von Dalinka und ich glaube, Hannes hat das auch, glaube ich, als Motiv oder sowas mal gehabt. Ja,
Dann habe ich mir, gerade ein bisschen schade, eigentlich kommt da noch mehr von der gleichen Dame. Ich habe nämlich bei Facebook, hat eine Dame ein bisschen Wohlfühlmomente-Kram verkauft. Da habe ich zugeschlagen und danach nochmal, sie hat mich nämlich angeschrieben und gesagt, ich habe nochmal aussortiert, möchtest du noch was? Und ich so, ja. Und ja, dann hat sie mir, ja, die sind halt noch unterwegs, aber dann kommen die halt im nächsten Haul. Da zeige ich euch jetzt mal die Sachen, die ich dort ergattern konnte. Und zwar Mr. Blue Jeans. Das ist so ein schönes, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo. Das ist halt, sind halt so schöne Cowboy-Stiefel. Finde ich sehr, sehr schön, das Melt. Ja. Das riecht nach so einer Nivea-Creme for Men vielleicht. Ja, ist ein ganz toller Duft. Mag ich. Finde ich gut. Das ist natürlich immer so blind bestellen, ne? Bei so Bestellungen von, ja, aus so Facebook-Gruppen oder so. Dann habe ich Cherry Blossom. Und das ist ein Herz. Ja. Das ist halt einfach Cherry Blossom, kennt man, oder? Blöde Fliege. Ja, mag ich auch. Aber so eine Creme, also so eine seifige Cherry Blossom, finde ich ganz toll. Dann Sundown Romance. Hier, der ist allerdings, ich weiß gerade gar nicht, von wann sind die? 2017? 2016? Also die sind noch echt intensiv, aber man sollte doch irgendwann die anfangen zu verdüfteln, ne? Ja, und das, der sieht übrigens so aus. Der hat eine ganz leichte Foodie-Einschlag. Aber ich bin gespannt. Mhm. So, dann haben wir hier Dancing Butterflies. Und das sind so vier Röschen. Und der riecht so ähnlich wie Pink Sugar. Also ganz zart süß. Mit so leicht blumig drin. Ja. Von wann ist der gegossen? 2017. Das geht ja noch. So, und dann noch zwei Tafeln. Ne? So, einmal Cozy Nights. Sind das hier eigentlich PP-Tüten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so eine Tafel mit so Herzen. Und der ist schön. Ja, gemütlich, leicht rauchig. Mit so einer ganz zarten Gebäcknote vielleicht. Ja, der ist schön. Da bin ich auch gespannt drauf. Von wann ist der denn gegossen? 2017. So, und dann war ich neugierig. Die hatte das halt da drin. Coconut Milk Lavender, weil ich finde den ja auch ganz toll von Jenny von Traumdüfte. Ja, und der riecht ähnlich. Wobei ich den von Jenny schöner finde. Also bisher finde ich generell Jennys Coconut Milk Lavender am schönsten. So, das war diese kleine Zwischendurchbestellung hier. Das tue ich jetzt wieder da rein, wenn die nächsten kommen. So, dann habe ich meine Flamingo, Pink Flamingo hieß die, glaube ich, schon Bath & Body Works getauscht. Es ging ratzfatz, also wurde mir so viel angeboten und entschieden habe ich mich dann für Evening Hearth, heißt das, glaube ich. Und da ist drin Cedar Kindling, Mug of Warm Cedar heißt das, ne? Cozy Cashmere Throw. So. Und die ist schön. Also, ja, ich rieche auf jeden Fall Tannennadeln im Abgang. Dieses Cozy, das also Kaschmirmäßige, ne, genau, das rieche ich nicht. Aber vielleicht warm, ich hoffe es, weil das hat mich natürlich gecatcht. Und da ist halt so eine leichte, was ist das, apfelige Note drin vielleicht. Aber ich werde es definitiv sehr gerne ausprobieren und ich finde das Glas auch wirklich hübsch. Hübsch, hübsch, wenn das leer ist und so. Ich weiß gar nicht, was ich damit mache, aber es ist hübsch. So, und dann habe ich bei Flaconi bestellt, weil es gab 30% auf fast alles. Also irgendwie am Wochenende habe ich das gesehen, da gab es ein bisschen Rabatt und dann habe ich mir gedacht, na, dann kann ich mir auch diese Lavendelkerze da holen von Yankee. Ich wollte ja erstmal keine Yankees mehr holen, aber nachdem ich ja die Candle Warmer... Boah, wie haben die bitte verpackt? Naja, immerhin ist nichts kaputt.
Ich dachte mir, nachdem ich den Candle Warmer habe, der bessere, dann kann ich mir noch mal eine Kerze gönnen, ja. Ja, von meinem Geburtstagsgeld und so. Und dann habe ich mich für die Dried Lavender and Oak entschieden. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie die riecht. Aha. Die ist schön. Aber ich hätte halt mehr holzig gedacht. Obwohl ich die schon schön finde. Wartet mal. Ich finde, die hat ein bisschen was, natürlich Lavendel und ein bisschen Driftwood-mäßiges. Doch, doch, doch. Ja. Ist halt aus der Farmers Market Collection, ne? Gustatum 2019. Ja, und dann habe ich mir davon nämlich auch noch das Centerpiece geholt, also so ein Melt-Cup. Ja, hier riecht man auch irgendwie nicht so viel. Ja, wird schon der Duft sein. Und auch noch drei Tarts davon auch noch. Ja. Boah, ich hatte eine Golden. So, und dann musste noch eine Kringle Candle mit. Habe ich ja ewig nicht gekauft. Und ich hatte da voll Bock drauf auf diese weihnachtliche Kerze. Weil ich habe das als Melt. Und ich fand den Duft so toll, dass ich gedacht habe, komm, Cozy Kashmir, da ist drin. Doch, Cozy Christmas, Entschuldigung. Nordic Cedar, Firewood, Orange Rind, Nutmeg und Vanilla Bean. Ja, hier sind die zu kalt. Was ist denn los? Ist doch noch Sommer. Auf jeden Fall, ich kann mal eben an dem Melt-Ding riechen. Da habe ich das nämlich. Und es ist halt einfach ein Weihnachtsduft. Richtig toll. Ha. Ja, fand ich auch schön. Deswegen habe ich ihn mir ja gekauft. Ne? So, und dann gab es auch noch zwei Parfümproben. Dazu einmal Rum Child und Dolce Gabbana, so Only One. Aha. So. Dann habe ich mir dieses Oberteil hier, was mir die ganze Zeit so von den Schultern rutscht, was aber eigentlich ja so sein soll, habe ich mir im Kleiderkreisel gekauft. Ja, hatte einfach nochmal Bock auf ein bisschen Klamotten shoppen im Kleiderkreisel. Dann habe ich dieses Oberteil, das habe ich gestern angehabt, habe ich auch ein Video gedreht. Auch total süß. Ist halt so eine Carmen, auch so eine Carmen-Bluse. Und ja, so schaut sie aus. Auch sehr hübsch, finde ich. Dann, das hier ist allerdings so ein bisschen, ja, sah nicht ganz so getragen aus, muss ich sagen. Ist halt so ein bräunliches Shirt und ja, ist auf jeden Fall sehr weit. Ich habe ja schon ein bisschen was abgenommen, sodass die sehr weit bei mir sind, aber ich mag es auch sehr weit, um ehrlich zu sein. So, dann so ein T-Shirt, das war wohl mal von Chibu. So ein ganz normales T-Shirt, aber sowas ist halt auch optimal für auf der Arbeit und so, wenn man jetzt nicht mehr weiß, wie was Teures anziehen möchte, ne? So, und dann halt noch ein T-Shirt, das ist einfach so und das ist dann halt also ganz normal, ne? So ein schöner Ausschnitt und dann hat das hier so Stickereien oder Häkelungen, ja. Also ganz normal, ne? So, und dann habe ich bei Amazon zwei Kissen geholt, weil ich habe zwei Kissenhüllen und ich dumme Nuss, die sind von Ikea und ich habe die komplett mit Kissen in die Waschmaschine gestopft, weil, warum war das nochmal? Ich wollte einfach mal das ein bisschen frischer haben. Und danach roch meine ganze Wohnung, nicht die in der alten noch, roch nach Kaka. Also wirklich. So, als hätte uns jemand in die Ecke rein einen Haufen hingelegt. Und dann haben wir gedacht, nee, ekelhaft. Dann habe ich die direkt weggeschmissen. Und dann habe ich jetzt die Kissen nochmal gewaschen, die Kissenbezüge. Und jetzt habe ich mir halt Inlets dafür bestellt. Sind eigentlich sogar zum Schlafen. Aber dann sind die halt umso bequemer für die Couch. Und ja, die kann man waschen, sind Allergiker geeignet und so weiter. Und sogar 100% Baumwolle. Ja. So, die durften dann nämlich mit. Die haben nämlich schon 15 Euro im Doppelpack gekostet und das fand ich voll okay. So, dann habe ich hier einen kleinen Mini-Eimer. Habe ich bei Amazon bestellt. Ich bin halt im September. Bin ich auf einer Ballermann-Party, Geburtstagsparty, ist eine Motto-Party, bin ich eingeladen. Und dann habe ich halt gedacht, für als Geldgeschenk tue ich erstmal hier so Sand oder so rein. Vielleicht aber auch irgendwas anderes, ich schau mal. Dann natürlich
bunte Strohhalme, ne, à la Ballermann Sangria. Und ja, vielleicht hole ich vielleicht so, vielleicht gibt es ja irgendwo so kleine Gläschen Sangria. Dann kann ich das so reintun mit einer Orange und so. Ich guck mal. Und auf jeden Fall Strohhalme und dann kann ich da das Geldgeschenk draus machen. 1,49 hat der Eimer gekostet. So, und dann habe ich für unseren Balkon, weil ja, wenn Raucher kommen, dann gehen die halt auf den Balkon. Und da habe ich Sturmaschenbecher geholt, weil wenn dann halt windig ist und die ganze Asche fliegt mir hier durch die Gegend, finde ich ein bisschen ekelhaft. Und dann habe ich diese Teile hier, die sind nicht schön, aber praktisch. Das sind halt Sturmaschenbecher, man macht das auf und dann hat man das hier drin. Ja, davon habe ich, die gab es bei Amazon im Doppelpack für 5,99 €. Und diese, schön. Und dieser Ring, der leuchtet sogar im Dunkeln. Jetzt muss ich mal versuchen, das Ding hier mal abzumachen. Ja, und wie gesagt, zwei Stück für 5,99 €, dachte ich mir, komm, nimm mit. Ja, geht jetzt nicht ab. Auf jeden Fall habe ich mir zwei Stück davon geholt. Und dann noch ja, diese Wattebällchen hier. Die relativ, warum sind die so teuer? Also ich weiß nicht, sind die bei DM oder so günstiger? Ich habe einfach gedacht, so komm, bestell sie mal mit, weil ich sie ja eh brauchte. Aber ich werde die nicht mehr bei Amazon holen. Es sei denn, die sind jetzt überall so teuer. 5 € haben 100 Stück gekostet. Weil ich brauche die eigentlich für, weil manches Wachs aus so Duftlampen kann man nicht, kriegt man trotzdem, obwohl man das in die Tiefkühltruhe legt, kriegt man es nicht raus, ist mir jetzt aufgefallen. Und Sarah Sophie und alle, glaube ich, machen dann halt diese Wattepads und legt man einfach rein und dann saugt sich das voller diesen warmen Duftöl und dann kann man das wegschmeißen. Dafür habe ich mir die gekauft, aber 5 € Nutstück, mein lieber Scholli, fand ich schon teuer. Ja gut, man soll so einen Scheiß ja auch eigentlich gar nicht kaufen, ne? So, und das war's. Das war mein Haul. Ja, dann kommt nächste Woche halt ein neues, ist dann halt so, ne? Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dann. Ciao.